Hallo, Isisberg! Hallo! Sie haben mich erkannt. Seid ihr alle da? Ja! Dann können wir anfangen. Applaus, meine Damen und Herren, Applaus! Unser Kaiser, Robert Heinrich! Majestät, Miss Moneypenny hat mich informiert, dass wieder ein feiger Anschlag geplant ist auf die Tourismuszentrale in Isisberg-Stronach. Seifstein, da müssen wir sofort hin. Jawohl, Majestät. Wenn dies gelingt, sind die Tage vom Teuerl vorbei. Wenn er keine Zentrale mehr hat, dann hat er gar nichts mehr. Majestät, hat eh nie was gehabt und gemacht hat er auch nie was, außer viel Wirbel. Haben Majestät wieder recht. Seifenstein, Agent 009 ist leider zu spät. Ist aber eh wurscht. Seit 20 Jahren weiß die Gemeinde Isisberg-Stronach nicht, was sie mit dem Gebäude machen sollen. Aber hallo, 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 Osttirol. Wer stellt da diese intimen Szenen von uns ins Netz? Majestät, ich kann gar nicht hinschauen. Um wen handelt es sich da? Wie heißt der Mann? Da hab ich sogar eine Zeitschrift hier, da kann Majestät sich informieren. Bitte sehr, Majestät. Das kann sich nur um schlechte Geschichten handeln. Weg mit diesem Schundplan! Sie bemerkten sofort, dass sich im Haus etwas verändert hatte. Das alles nicht mehr und mein Bauch tut so weh. Oh, wer liegt denn da in meiner Kiste? Ein Mädchen. Was ist das? Nee. Doch, ein Mädchen. Ein Mädchen. Nein, ein Mädchen? Schneewittchen erwachte aus ihren Träumen und bemerkte sieben muntere Gesellen. Schnell waren sie sich einig, dass Schneewittchen da bleiben solle, und die Zwerge waren froh, dass sie endlich jemand hatten, der sich um sie kümmerte. Unsere Farben sind rot-weiß. Gnadenlos mit viel Fleiß. Er hat Geld und ist ein Preis. Die Stronacher mit eurer Gescheitheit. Sie haben einen Kaiser, einen Seifenstein, einen Bürgermeister, einen Vizebürgermeister. Sie haben einen Förster, einen Gemeindearbeiter, eine Putzfrau Nummer 1, eine Putzfrau Nummer 2. Ja, Mann, das ist eben bei mir Isisberger sein für gar nichts zu gebrauchen. Ja.
war nicht früher ein Fenster. Resi! Oh! Resi! Erinnerst du dich noch? 1926, beim Reitfest. Du hast gesagt, ich soll hinterher vorbeikommen. Jetzt bin ich da. Resi! Resi! Wir sind uns dazwischen gekommen. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab's wohl aufgeschrieben. You're so proud.